Unser menschliches Gehirn hat ein unglaubliches Potenzial. Wir können die kompliziertesten Probleme lösen, sind kreativ und können fast jede Fähigkeit lernen. Aber die meisten von uns nutzen dieses Potenzial nicht aus. Wir scrollen durch Facebook, statt unser nächstes Projekt anzugehen. Wir lassen uns von Netflix fesseln, statt eine neue Fähigkeit zu lernen. Wir bewundern das Leben anderer auf Instagram, statt selbst unseren Traum zu leben. Warum? Weil es anstrengend ist, Dinge erfolgreich umzusetzen. Es fordert uns heraus, kostet Energie und ist unangenehm. Doch das hat auch Vorteile. Denn wenn du durchziehst, was du dir vornimmst, stichst du schnell aus der Masse heraus. Du bekommst mehr erledigt, wirst erfolgreicher als andere und erreichst letztendlich jedes deiner Ziele. Damit dir das in Zukunft gelingt, verrate ich dir heute 5 Lifehacks, die dich motivieren, alles zu tun, was du dir vornimmst. Erstens, deine 2 Gehirne. Unsere Willenskraft ist wie ein Muskel. Wenn wir sie den ganzen Tag lang brauchen, ist sie am Abend erschöpft. Dr. McGonigal, die Autorin von The Willpower Instinct, erklärt das folgendermaßen. Wir haben 2 Gehirne. Eins ist impulsiv und immer auf der Suche nach Spaß. Das andere ist klüger und auf Erfolg aus. Das impulsive Gehirn will Unterhaltung, Genuss und Freude. Das klügere will gute, langfristige Entscheidungen treffen und das kostet Willenskraft. Je mehr Versuchungen es für unser impulsives Gehirn gibt, desto mehr Willenskraft verbrauchen wir. Immer wenn du den Kühlschrank öffnest, dich das fette Stück Kuchen anlacht und du Nein dazu sagst, verbrauchst du Willenskraft. Immer wenn du an der PlayStation vorbeiläufst und dich entscheidest, nicht zu zocken, verbrauchst du Willenskraft. Der klügere Teil deines Gehirns muss also den ganzen Tag lang den impulsiven Teil deines Gehirns unter Kontrolle haben. Wenn du jedoch zu viele Entscheidungen triffst, wird der klügere Teil müde und der impulsive Teil gewinnt die Oberhand. Das sind die Momente, in denen du nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommst, dir eine Tafel Schokolade nach der anderen reinziehst und stundenlang Netflix schaust. Soweit verstanden? Dann lass uns jetzt dazu kommen, wie du dieses Wissen für dich nutzen kannst. Zweitens, spiele nach den Regeln. Die meisten Menschen wissen nichts von den 2 Teilen ihres Gehirns. Deshalb spielen sie nicht nach den Regeln ihrer Biologie, sondern kämpfen ständig dagegen an. Doch wie spielst du mit den Regeln? Erstens, direkt nach dem Aufstehen ist der kluge Teil deines Gehirns am stärksten. Das heißt, deine Willenskraft ist am größten. Erledige also deine wichtigste Aufgabe morgens. Wenn du abnehmen willst, dann gehe morgens zum Sport. Wenn du ein Unternehmen aufbauen willst, dann arbeite direkt morgens daran. Egal was dein Ziel ist, nutze den Morgen, um es zu erreichen. Zweitens, zusätzlich solltest du alles, was dich Willenskraft kostet, aus deinem Umfeld eliminieren. Schalte die Benachrichtigungen auf deinem Handy aus, verbanne Süßigkeiten aus deinem Haus, lösche Gaming-Apps von deinem Handy. Drittens, baue tagsüber kleine Pausen ein, in denen du deine Willenskraft auflädst. Das geht am besten durch einen Spaziergang an der frischen Luft, eine kurze Meditation oder einfach indem du dich hinlegst und für ein paar Minuten nichts tust. Drittens, Chunking. Was genau ist das? Am besten lässt es sich an einem Beispiel erklären. Einer der weltbesten Zauberer, David Blaine, hat sich für 63 Stunden in einem Eisblock einsperren lassen. Er hat währenddessen ein paar Mal sein Bewusstsein verloren, dachte zwischendurch, er wäre tot und hat trotzdem nicht aufgegeben. Das Durchhalten kostet Tonnen an Willenskraft. Um diese Willenskraft aufzubringen, hat er sich Chunking zunutze gemacht. Chunking bedeutet, einen Prozess in viele kleine Stücke herunterzubrechen. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, dass er noch 63 Stunden vor sich hat, hat Blaine sich nur darauf konzentriert, die nächste Stunde durchzuhalten und das immer und immer wieder. Und auch wenn du nicht vorhast, die nächsten 63 Stunden in einem Eisblock zu verbringen, kannst du Chunking für dich nutzen. Wenn uns eine Aufgabe zu groß erscheint, dann schaltet unser Gehirn ab. Es dreht sozusagen den Hahn zu und stellt uns keine Willenskraft zur Verfügung. Damit dir das nicht passiert, solltest du jedes deiner Ziele in kleine Stücke herunterbrechen. Wenn du zum Beispiel 20 Kilo abnehmen möchtest, dann fokussiere dich nicht darauf. Nehme dir stattdessen als erstes vor, dich in einem Fitnessstudio anzumelden. Danach konzentrierst du dich darauf, 3-mal die Woche zum Training zu gehen. Danach versuchst du weniger Süßigkeiten zu essen und so weiter. Diese kleinen Aufgaben kosten dich viel weniger Willenskraft und sind leichter umsetzbar. Viertens, schreibe auf. Wie oft hast du dir schon gedacht, dass du dich gesünder ernähren, mehr lesen oder mehr für deine Ziele arbeiten willst und es dann doch nicht getan? Genau hier liegt auch schon der Fehler. Du hast es dir nur gedacht, mehr nicht. Wir haben rund 60.000 Gedanken am Tag. In dieser Menge gehen unsere guten Vorsätze schnell unter. Wenn du etwas umsetzen willst, dann schreibe es dir auf. Wenn du diese Methode mit Chunking kombinierst, wirst du schnell merken, wie einfach es ist, alles umzusetzen, was du dir vornimmst. Sagen wir, du musst einen 5-seitigen Aufsatz schreiben. Dann schreibe dir dieses Ziel
Ziel zuerst auf und setze ein Datum dahinter, zum Beispiel so: Ich habe am 30.01. meinen 5-seitigen Aufsatz fertig. Dann brichst du dieses Ziel in kleine Schritte herunter und schreibst sie auf, zum Beispiel: Erstens, Recherche für den Aufsatz betreiben am 23.01. Zweitens, die Einleitung für den Aufsatz schreiben am 24.01. Drittens, die erste Seite fertig haben am 25.01. Viertens, die zweite Seite schreiben am 26.01. und so weiter. Plötzlich klingt es schon gar nicht mehr so schwer, oder? Fünftens, Selbstvertrauen. Unser Selbstvertrauen ist ein weiterer psychologischer Faktor, der unsere Willenskraft beeinflusst. Je selbstbewusster du an eine Aufgabe herangehst, desto weniger Willenskraft wirst du dafür brauchen. Kommen wir noch einmal auf unser Abnehmbeispiel zurück. Angenommen, du willst 20 Kilo abnehmen, hast aber noch nie eine Diät erfolgreich beendet. Was glaubst du, wie hoch dein Selbstvertrauen bei diesem Vorhaben sein wird? Du kennst die Antwort. Wenn du dein Ziel jedoch durch Chunking herunterbrichst, bleiben viele kleine Aufgaben. Diese wirst du dir eher zutrauen, weil sie leicht zu erledigen sind. Und jetzt kommt der Trick. Mache dir deine Erfolge sichtbar. Wenn du ein Kilo abgenommen hast, dann hake dieses Ziel auf deiner Liste ab. Dadurch steigt dein Selbstvertrauen. Je mehr kleine Ziele du abgehakt hast, desto mehr traust du dir wirklich zu, 20 Kilo abzunehmen. Während es am Anfang vielleicht noch unvorstellbar für dich war, ist es jetzt greifbar. Ich nutze diese Methode selbst jeden Tag. Ich habe für jede Woche Ziele. Diese breche ich dann in Tagesziele herunter. Jetzt weiß ich, was ich jeden Tag tun muss, um mein Wochenziel zu erreichen. Jeden Abend hake ich dann alle Ziele ab, die ich erreicht habe. Wenn ich zum Beispiel am Donnerstag auf die Liste schaue, sehe ich die ganzen Haken. Das gibt mir ein unglaublich gutes Gefühl. Ich weiß, dass ich schon viel erreicht habe und zweifle keine Sekunde mehr daran, dass ich meine Wochenziele ebenfalls erreichen werde. Um das Ganze noch einmal zusammenzufassen. Erstens, mache dir bewusst, dass du zwei Gehirne hast. Eins ist impulsiv und will nur Spaß, das andere will langfristig gute Entscheidungen treffen. Dafür braucht es jedoch Willenskraft. Zweitens, spiele nach den Regeln deiner Biologie. Erledige die wichtigste Aufgabe direkt morgens. Eliminiere alles, was dich Willenskraft kostet, aus deinem Umfeld und lege tagsüber kurze Pausen ein, um deine Willenskraft aufzuladen. Drittens, Chunking. Breche große Ziele in kleine Aufgaben herunter. Viertens, schreibe auf. Halte jedes Ziel schriftlich fest. Fünftens, steigere dein Selbstvertrauen, indem du dir deine erreichten Ziele jeden Tag vor Augen führst. Und wenn du jetzt sagst, Dennis, mir hat das Video gefallen, aber ich will nicht nur mehr Motivation, ich will auch mehr Erfolg, mehr Selbstvertrauen, mehr vom Leben, dann habe ich eine kleine Überraschung für dich. Du kannst dir mein E-Book Dominiere dein Leben, 11 Regeln, mit denen du jedes Ziel erreichst, jetzt gratis herunterladen. Klicke dazu einfach auf den Link in der Beschreibung oder oben rechts in der Infokarte. Das war's von mir, deinem Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.